Am Sonntagmorgen brannten auf dem Gewerbegebiet Pastoratshof mehrere Bäume, ein Holzzaun und ein Holzstapel. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Feuerwehr alarmiert. Durch das schnelle Handeln konnte das Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Schuppen verhindert werden. Die Feuerwehr war mit 22 Mann und 5 Fahrzeugen im Einsatz. Zur Brandursache können im Moment keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntag um 13.50 Uhr übersah ein 63-jähriger Pkw-Fahrer einen 59-jährigen Krefelder Motorradfahrer auf der L385 in Grefrath. Der Kraftfahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kam dabei zu Fall. Er wurde ebenso wie seine Begleitung schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine etwa 2 Meter lange, ungiftige Kaiserboa fehlt in einem Terrarium auf dem Nordring in Tönesforst. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass Unbekannte heute Nacht die Würgeschlange aus einem ersten Obergeschoss gelegenen Wohnung über dem Balkon abtransportiert haben. Es handelt sich bei dem Tier um eine Boa Constrictor Imperator. Hinweise bezüglich verdächtiger Beobachtungen oder des Aufenthaltsorts an die Kripo unter der Nummer 02162 3770.